Herzlich begrüße ich Sie im Namen des Trägerkreises Gedächtnisbuch zu dieser filmischen Präsentation Namen statt Nummern. Mein Name ist Sabine Gerhardus. Ich leite das Projekt Gedächtnisbuch für die Häftlinge des KZ Dachau. Wir befinden uns hier in der Evangelischen Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau. Von hier ging die Initiative zur Gründung dieses Projektes aus. Seit über 20 Jahren suchen Ehrenamtliche nach Spuren von ehemaligen Häftlingen und schreiben ihre Lebensgeschichte auf. Eigentlich ist das Buch eher eine Sammlung von Biografien, die ständig wächst. Jedes Jahr, am 22. März, übergeben die Ehrenamtlichen die neuen Gedächtnisblätter dem Projekt. Wegen der Corona-Pandemie können wir uns dieses Jahr leider nicht mit allen den Gästen treffen, die sonst jedes Jahr dabei sind. Deshalb der Film. Und warum dieses Datum? Am 22. März 1933, vor 88 Jahren, wurden die ersten Gefangenen gegen Mittag in das Konzentrationslager Dachau gebracht. Für sie begann eine Zeit der Rechtlosigkeit, der Angst und des Terrors. Über 200.000 Menschen waren im Konzentrationslager Dachau und in den Außenlagern inhaftiert. Mehr als 40.000 wurden hier ermordet. Für die Überlebenden bedeutete das weitere Leben ein lebenslanges Leiden unter gesundheitlichen und psychischen Folgen der Haft. Wer waren diese Menschen? Unter dem Motto Namen statt Nummern erzählt das Gedächtnisbuch, wer hinter einzelnen Häftlingsnummern verschwinden sollte. An dem Gedächtnisbuchprojekt arbeiten immer viele, viele verschiedene Menschen mit und unterstützen das Projekt. An der heutigen Präsentation haben auch mit großem Engagement viele verschiedene Teilnehmer mitgearbeitet. Schüler und Schülerinnen des Josef-Effner-Gymnasiums Dachau mit ihrem Lehrer und ihrem W-Seminar. Ein Streichquartett des Ignaz-Taschner-Gymnasiums Dachau. Freiwillige der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste helfen bei der Betreuung der Schüler und Schülerinnen und der Projekte und der Recherchen im Ausland. Sie vertreten auch zwei Schülerinnen, die letztes Jahr am Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing Gedächtnisblätter angefertigt haben und diese wegen Corona nicht selbst vorstellen konnten. Zwei Überlebende, Erich Finches und Peter Perell, haben uns eine Grußbotschaft geschickt. Unterstützt wird das Projekt Gedächtnisbuch durch das Projekt Erinnern des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands BLLV. Nun stellen wir Ihnen die neuen Gedächtnisblätter vor. Mein Name ist Peter Frey. Ich habe am Projekt Gedächtnisbuch für die Häftlinge des Konzentrationslagers Dachau teilgenommen und habe dafür an einer Biografie für Hermann Enzmann gearbeitet. Dieser wurde am 7.9.1900 in Karlsbad im Sudetenland geboren und war ein sozialdemokratisch orientierter Schuster- und Steinbrucharbeiter. Er wurde dann am 27. Oktober 1938 in Karlsbad aus politischen Gründen verhaftet und wurde dann am 11.11.1938 in das Konzentrationslager nach Dachau deportiert. Und erst am 8.3.1939 wurde er dann aus dem Konzentrationslager entlassen und ist dann knapp ein halbes Jahr später in den Krieg eingezogen worden, in die Wehrmacht. Und 1944 wurde er dann verwundet bzw. ist erkrankt und wurde deswegen wegen Dienstunfähigkeit aus der Wehrmacht entlassen. Nach dieser Zeit ist er dann zunächst in seine Heimat zurückgekehrt, also nach Karlsbad, aber 1946 wurde er dann aus seiner Heimat vertrieben und hat dann eben hier in Dachau eine neue Heimat gefunden. Und wir stehen hier eben im Besucherzentrum der KZ-Gedenkstätte Dachau und hier ist eigentlich die Arbeitsstätte von seinem Enkel Reinhard Enzmann, der heute hier eben arbeitet. Also ich habe hier zwei Dokumente mitgebracht, die eben für das Leben von Hermann Enzmann sehr wichtig waren. Einmal ein Schreiben vom Bürgermeister der Stadt Dachau und einmal die Zuzugsgenehmigung in Dachau. Diese Dokumente waren sehr wichtig für ihn. Hier wurden eben ihm, seiner Frau und seinen drei Kindern die
Einweisung in die Augsburger Straße 25, also in der Dachauer Altstadt, genehmigt. Und diese Dokumente markieren eben einen Wendepunkt. Also man hat auf der einen Seite hat man eben den ersten Teil seines Lebens in Karlsbad, also im Sudetenland. Und dann hat man hier mit diesen Dokumenten eigentlich einen Bruch, weil nach dieser Einweisung beginnt im Endeffekt der zweite Teil des Lebens hier in Dachau. Und diese Zeit muss für die Familie auch sehr hart gewesen sein, vor allem aufgrund von Vorurteilen gegenüber sogenannten Flüchtlingen. Zum Beispiel hat mir der Herr Reinhard Enzmann bei einem Interview eine Geschichte erzählt, dass eben vor dieser Unterkunft in der Augsburger Straße soll die Familie eigentlich in eine andere Unterkunft einquartiert, hätte in eine andere Unterkunft einquartiert werden sollen. Das hat aber dann nicht funktioniert. Also die Familie ist dann zu diesem Haus hin, die haben da geklingelt und die wurden dann aber von der Besitzerin des Hauses abgewiesen. Die hat eben den Herrn Enzmann eine Ohrfeige gegeben und hat eben gesagt, in mein Haus kommt kein Flüchtling rein. Also die hat praktisch die abgewiesen. Und das war eben typisch für die damalige Zeit, dass es eben Vorurteile gegenüber den Vertriebenen gab und sie eigentlich einen sehr schweren Stand hatten. Das Ganze hat sich dann erst verbessert, als dann auch die gesamte wirtschaftliche Lage in Deutschland besser geworden ist. Also wie gesagt, diese Dokumente sind eben sehr wichtig für das Leben von Hermann Enzmann. Also ich denke, dass diese Lebensgeschichte für junge Menschen eine große Bedeutung hat, vor allem, weil sie eben die Hoffnung schafft, dass es eben auch in Zeiten, in denen es eine verbrecherische Diktatur mit einem verbrecherischen Regime gibt, es immer noch Menschen gibt, die eben bereit sind, für ihre Überzeugungen einzutreten und Menschen, die eben nicht bereit sind, das hinzunehmen, die gesellschaftlichen Umstände hinzunehmen. Sie gibt uns Hoffnung darauf, dass es eben einen besseren Menschen gibt. Sie gibt uns Hoffnung darauf, dass es eben in Zukunft auch immer wieder Leute geben wird, die sich eben gegen das Verbrechen stellen, die sich eben gegen die Überzeugungen stellen, die einfach unmoralisch sind. Und auf der anderen Seite hat man auch noch die Tatsache, dass es eben diese Geschichte eben auch ein Beispiel sein kann. Sie kann für uns eine Motivation sein, eben auch etwas an unserem eigenen persönlichen Handeln zu ändern. Mein Name ist Theresa Ziegler, ich bin 18 Jahre alt und gehe in die 12. Klasse des Josef-Effner-Gymnasiums in Dachau. Im Rahmen meines W-Seminars habe ich über das Leben von Arthur Berlinger und dessen Bruder Abraham Berlinger recherchiert. Mein Gedächtnisblatt habe ich über Arthur Berlinger verfasst und gestaltet. Arthur Berlinger wurde am 30.12.1889 in Würzburg in einer jüdischen Familie geboren. Unter seinen Brüdern war auch Abraham Berlinger. Beide waren als Lehrer in ihrem Leben tätig. Seine Familie hatte er mit seiner Frau in Schweinfurt gegründet, wo er auch an der sogenannten Reichspogromnacht gefangen genommen wurde und in das Konzentrationslager Dachau verschleppt wurde. Dort war er einen Monat lang inhaftiert und ist nach seiner Entlassung zurück zu seiner Familie nach Schweinfurt gefahren. Nur 4 Jahre später wurde seine Frau und er in das Ghetto Theresienstadt deportiert und haben beide dort 2 Jahre lang gelebt. Nach diesen 2 Jahren im September 1944 kam die Anordnung zur Deportation von Arthur Berlinger in das Vernichtungslager Auschwitz. Noch im selben Jahr, also 1944, ist er dort umgebracht worden. Im Gedächtnis geblieben ist mir seine künstlerische Tätigkeit im Theresienstadt-Ghetto. Dort hat er einen alten Lagerraum im Häuserblock E2 zu einem kleinen Betraum umgestaltet. Wie man hier auch sieht, hat er eigene Zeichnungen und Schriften angefertigt und somit einen Ort des Friedens und der Hoffnung für seine Mitgefangenen geschaffen. Ob dieser Raum von den Lagerführern sanktioniert war oder vor ihnen geheim gehalten wurde, ist bis heute nicht bekannt.
Was allerdings interessant ist, ist, dass der Raum erst 1989 wieder an die Öffentlichkeit gebracht wurde, da die Familie, die das Haus samt dem Lagerraum nach der Besetzung wieder gekauft hatte, den Raum geheim gehalten hatte, wegen Angst vor der kommunistischen Regierung. Was ich besonders inspirierend fand, dass Arthur während seiner gesamten Haftzeit nie seinen Glauben und seine Hoffnung verloren hat. Und genau das finde ich sehr bewundernswert. Ich finde, die junge Generation kann sich viel von Arthur Berlinger abschauen, nämlich, dass man seine Hoffnung an das Gute nie verlieren sollte. Allgemein sollten wir uns, junge Menschen, uns immer für die Vergangenheit interessieren und uns für eine bessere Zukunft einsetzen. Mein Name ist Anastasia Laptjeva. Im Jahr 2018 hat mein freiwilliges Dienst hier in Dachau begonnen. Die Freiwilligen hier bekommen eine Möglichkeit, ein Gedächtnisblatt über ehemaligen Häftlingen des KZ Dachau zu schreiben. So möchte ich Ihnen Nikolai Sergejewitsch Adamczyk vorstellen. Nikolai Sergejewitsch Adamczyk wurde im Jahr 1924 in Tymchenkoi in der Sowjetrepublik Krim geboren. Im Sommer 1942 wurde er als Zwangsarbeiter nach Deutschland gebracht und musste als Eisenbahnarbeiter erst in Wetzlar und dann in der Stadt Gießen arbeiten. Nikolai Sergejewitsch wurde als politischer Häftling am 28. September 1944 im KZ Dachau registriert. Schon im Oktober aber wurde er in das KZ Buchenwald überstellt, wo er eine Nummer in den Arm tätowiert bekommen hat. Kurz vor Kriegsende wurde er wieder in das KZ Dachau überwiesen. Nach der Rückkehr in das Heimatland arbeitete Nikolai als Wirtschaftsleiter in Jankoi, heiratete und hat mit seiner Frau Maria zwei Kinder, Svetlana und Sergei, bekommen. Währenddessen absolvierte er ein Fernstudium im Fach Wirtschaftswissenschaften, war dann in der Holzverarbeitungsindustrie tätig und spezialisierte sich später als Fertigungsingenieur der Möbelindustrie. In seinem Interview für das Gedächtnisbuch sagte Nikolai Sergejewitsch 2006: Irgendwie fanden sich immer Leute, die einander unterstützten und halfen. Deswegen habe ich überleben können. Allein schafft man es nicht, denn manchmal braucht man Unterstützung und auch jemanden, mit dem man ein Stück Brot teilen kann. Als er in Gießen als Zwangsarbeiter gearbeitet hat, war er auch Mitglied in einer französischen Untergrundorganisation gewesen. Sie haben Sabotageakte gegen den Faschismus durchgeführt. Zum Beispiel öffneten sie die Benzinzisternen oder zerlegten Schienenverbindungsstellen. Auch haben sie Freiwillige in das von Nazis besetztes Frankreich geschickt, damit sie sich dort der Widerstandsbewegung anschließen können. Die Organisation wurde jedoch entdeckt und einige Mitglieder wurden festgenommen. Die übrigen versuchten, ihre Kameraden zu retten, auch Nikolai. Er wurde in einen geöffneten Wagen gesteckt und sollte so nach Frankreich fliehen. Am Bahnhof Metz im Elsass wurde er aber entdeckt
und die Gestapo hat ihn festgenommen. Natürlich wollte die Gestapo wissen, wer ist er und woher er kam. Aber Nikolai tat so, als ob er kein Deutsch konnte. Daraufhin wurde er, seinen Worten nach, in ein Außenarbeitslager des KZ Buchenwald geschickt, das sich an der Befestigungsanlage der Frontlinie Maginot an der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich befand. Aus dieser Geschichte ist mir klar geworden, dass man allein wirklich nicht überleben kann. Man braucht immer die anderen, weil, wie Nikolai Sergejewitsch gesagt hat, jeder nicht nur Unterstützung braucht, sondern auch jemanden, mit dem er etwas teilen kann, zum Beispiel ein Stück Brot. Und es ist egal, welche Nationalität, Sprache oder Religion hat die andere Person. Es ist wichtig, dass wir einander helfen können, auch ohne etwas zurückzuerwarten. Mein Name ist Diane Unger, ich bin 17 Jahre alt und besuche mit meiner Freundin Lena das Josef-Effner-Gymnasium in Dachau. Wir sind zurzeit in der 12. Klasse und machen gerade unser Abitur. Mein Name ist Lena Richter, ich bin 18 Jahre alt und wie Diana schon gesagt hat, wir gehen aufs Josef-Effner-Gymnasium hier in Dachau. Und im Rahmen unseres W-Seminars haben wir uns mit den Biografien ehemaliger Konzentrationslagerinhaftierten beschäftigt und eben ihr Schicksal nachgeforscht. Mein Name ist Alfred Ulrich. Ich lebe seit Jahrzehnten hier im Landkreis, entstamme eigentlich einer Wiener Sinti-Familie, bin hier auch künstlerisch tätig und habe mich sehr gefreut, als sich Lena und Diana bereit erklärt haben zu drei meiner Onkel, die hier in Dachau interniert waren im Konzentrationslager, Nachforschungen anzustellen. Ich habe mich mit dem Schicksal des Otto Endres beschäftigt. Dieser wurde am 23.03.1913 im heutigen Tschechien geboren. Seine Eltern hießen Robert Endres und Rosa. Er ist in einer recht kinderreichen Familie aufgewachsen. Es ist bekannt, dass er 14 Geschwister hatte. Über sein Leben ist recht wenig bekannt. Was ich allerdings weiß, ist, dass er zuletzt gemeldet in Wien bei seinem Vater war. Er hatte eine Freundin, mit der er auch einen gemeinsamen Sohn hatte, namens Rudolf. Diesen lernte er allerdings nie kennen, da er bereits vor der Geburt des Sohnes schon ins Konzentrationslager inhaftiert worden war. Zeit seiner Inhaftierung wechselte er die Konzentrationslager mehrmals. So war er zum Beispiel in Dachau, Buchenwald oder Neuengamme. Er verstarb schließlich im jungen Alter von 30 Jahren in Neuengamme. Während meiner Recherche zum Schicksal des Otto Endres habe ich auch viel über seinen Sohn rausgefunden. Dieser wuchs Zeit seines Lebens bzw. Zeit seiner Kindheit ohne Eltern auf und war deswegen gezwungen, seine Kindheit in Heim zu verbringen. So habe ich schließlich in einem Dokument auch die Information gefunden, dass auch bereits in diesen Dokumenten die Sinti und Roma antiziganistisch behandelt wurden. In diesem Dokument ist eine Art Persönlichkeitsprofil, das Rudolf darstellt, wird von dem Dr. Asperger, der vielen auch durch die Namensgebung des Asperger-Syndroms bekannt sein sollte, beschrieben, wie der Sohn von Otto Endres eben Schwierigkeiten hatte, in dieser Heimatmosphäre klarzukommen. Der Junge war in vielen unterschiedlichen Heimen untergebracht und wie ich schon gesagt habe, hatte er nie die Möglichkeit, eine richtige Heimat zu finden. Was mir dieses Dokument gezeigt hat, war, dass bereits der Alltag durch auch nach dem Konzentrationslager und nach dem Nationalsozialismus immer noch durch antiziganistische Bemerkungen und rassistische Bemerkungen geprägt war. Meine Biografie befasst sich mit Rudolf Endres, einem Angehörigen der Sinti. Er wurde am 18. Januar 1912 in Rodolitz, eine heutige Gemeinde in Tschechien, geboren. Am 28. Juni 1939 wurde dieser ins KZ Dachau inhaftiert. Damit folgten viele Deportationen und er wurde zu sehr viel Zwangsarbeit gezwungen.
Erst nach dem Zweiten Weltkrieg und mit der Befreiung am 5. Mai 1945 konnte er sein mobiles Wandergewerbe weiter ausüben und seinen Gewerbeschein als Regenschirmreparierer. Gemeinsam mit seiner Frau Chuchi führte er also sein Wandergewerbe aus und bekam noch 3 Kinder. Er starb im März 1981. Diese Bilder stammen von der Schwester von Rudolf Endres und der Mutter von Alfred Ulrich. Dank der Zusammenarbeit mit Alfred Ulrich, dem Neffen von Rudolf Endres, konnte ich die Nachkriegszeit von Rudolf Endres gut nachkonstruieren. Vor allem gut hat mir gefallen, dass die Familie und die Freunde zusammengehalten haben. Sie sind gemeinsam umhergewandert und haben Wien und Österreich bereist. Meine Lieblingsgeschichte, die mir Alfred Ulrich erzählte, war, dass Rudolf Endres mit einem speziellen Handgriff mit bloßen Händen Krebse, Fische und auch Hühner fangen konnte. Diese wurden dann verzehrt oder weitergetauscht. Wie jeder von uns schon oft gehört hat und zu Recht gehört hat, ist es wichtig, diese Zeit nicht zu vergessen. Ich habe mir oft die Frage gestellt, was dieses Nicht-Vergessen eigentlich bedeutet. Und im Laufe meiner Recherche ist mir klar geworden, was Nicht-Vergessen heißt. Ich habe das Einzelschicksal einer Person kennengelernt, für die ein Leben, wie wir es heute als normal sehen, nie möglich gewesen ist. Mit dieser Frage habe ich mich immer weiter auseinandergesetzt und mir ist klar geworden, was dieses Nicht-Vergessen heißt. Nicht-Vergessen heißt für mich, dass es wichtig ist, zu verstehen, dass diese Menschen, über die wir sprechen, die wir in Zahlen sehen, über die wir Daten haben, Menschen mit einem eigenen Schicksal sind, Menschen mit einer eigenen Familie und Menschen mit vielen Angehörigen und Freunden. Das ist mir wichtig, dass diese Zeit nicht vergessen wird, dass die Menschen, die in diesen Konzentrationslagern inhaftiert waren, für die dieses Leben nie möglich gewesen ist, nicht vergessen werden. Da Rudolf Endres, Otto Endres, Theodor Endres und noch ganz viele andere Angehörige der Sinti allein aus rassistischen Vorurteilen inhaftiert wurden, ist es für mich besonders wichtig, dass die heutige Jugend und auch noch Erwachsene dreimal nachdenken, bevor sie etwas glauben, lieber hinterfragen und nicht alles einfach annehmen. Es ist wichtig, dass wir verhindern, dass so etwas noch einmal passiert. Vorurteile sollten keinen Menschen zu Hunger, zu Haft und zu Zwangsarbeit bringen. Ja, jetzt bin ich doch sehr beeindruckt von der Arbeit von Diana und Lena, die da wirklich sehr detailliert recherchiert haben. Dafür möchte ich mich bedanken. Worauf ich vielleicht auch noch hinweisen möchte, was ihr ja auch angesprochen habt, dass die Geschichte noch lange nicht zu Ende ist. Zum Beispiel Deutschland hat, was steht hier, wie habe ich das notiert, dass es besonders wichtig ist, weil Deutschland erst spät die rassistische Verfolgung und Ermordung der Sinti und Roma eingestanden hat. Deswegen finde ich die Arbeit am Gedächtnisbuch so wichtig, dass die Reflexion und die Diskussion über die Geschichte der Deutschen in der Nachkriegszeit noch einmal hinterfragt wird. Thank you.
heiße Christina Eremina und ich werde Ihnen den Überlebenskämpfer Wladimir Iwanowitsch Dadalew vorstellen. 2019-2020 habe ich als Freiwillige von Aktions- und Zeichenfreundendienste beim Gedächtnisbuch gearbeitet und Schülerin des Max-Mannheimer Gymnasium Granfin, Magdalena Gartner, unterstützt, das Gedächtnisblatt für Herrn Dadalew zu verfassen. Wladimir Iwanowitsch Dadalew wurde am 10. März 1923 geboren. Er und seine Familie zogen sehr oft innerhalb der Ukraine um. Der letzte Umzug führte die Familie in die Hafenstadt Mariupol. Nach der Besatzung von Mariupol im Oktober 1941 wurde er fast mit 17 Jahren nach einem Zwangsarbeitslager nach Saarbrücken verschleppt. Er hatte sich angeblich freiwillig gemeldet, weil er vom Straßenältesten erpresst wurde. In Saarbrücken floh er aus dem Zwangsarbeitslager, wurde verhaftet und nach KZ Dachau gebracht. Im Mai 1944 wurde er in ein Arbeitskommando im Gerndorf verlegt. Dort musste er körperlich schwerste Arbeit bei der Firma Anarkane leisten. Kurz vor der Befreiung gelang ihm die Flucht. Ab 1945 musste er 3 Jahre Militärdienst bei der sowjetischen Armee leisten. Hier spielte er im Militärorchester. Doch hat ihm seine Gefangenschaft im Ausland einen Knüppel zwischen die Beine geworfen. 1948 durfte er kein Studium in Moskau absolvieren, weil er wegen seiner Gefangenschaft im Ausland angeblich unzuverlässig war. Deswegen wurde er zuerst Agronom, später hat er Musik studiert und arbeitete danach als Musikdozent in Mariupol. Nach der Niederlage der deutschen Truppen in Moskau brauchten die Deutschen die Arbeitskräfte in der Rüstungsindustrie. Deswegen musste Wladimir Dadalew ab dem Jahr 1942 in der Schreinerei der deutschen Ausrüstungswerke arbeiten, die sich früher hier befand, direkt neben dem Eingang in das Konzentrationslager. Da hatte er die Ersatzteile für die deutsche Munition angefertigt. Geschickt und heimlich hatte er während der Arbeit die Zigarettendosen angefertigt, um das danach gegen das Essen bei den Geistlichen aus dem Lager einzutauschen und so an die zusätzliche Nahrung zu kommen und das alles ohne von SS-Männern entdeckt zu werden. Trotz der fruchtbaren Erfahrungen, die Wladimir Dadalew schon als Jugendlicher machen musste, ist er ein Optimist geblieben. Genau das nehme ich aus der Geschichte mit. Wladimir Dadalew war in verzweifelten Situationen seines Lebens gewesen, wo er gerade machtlos war. Und trotz dieser hat er immer nach Möglichkeiten gesucht, um auf eigene Art und Weise den Schwierigkeiten zu entkommen. Ich glaube, Wladimir Iwanowitsch Dadalew kann ein Vorbild für gegenwärtige und künftige Generationen sein. Man muss immer aktiv und vernünftig agieren, um etwas zu beeinflussen. Durch pures Beschwerden kann man keine Veränderungen einbringen. Wladimir Iwanowitsch Dadalew wollte letztes Jahr zur Vorstellung seines Gedächtnisblattes nach Dachau kommen. Die Reise musste wegen Corona-Pandemie Covid-19 abgesagt werden. Am 13. November 2020 ist er an Covid-19 verstorben. Seine Tochter Vera wird Ihnen nun erzählen, was die Geschichte ihres Vaters für sie bedeutet. Вітаю вас, шановні. Мене звуть Віра. Я дочка колишнього в'язня Дахау Дадалева Володимира. На жаль, він в листопаді помер від ускладнень COVID-19. Мій батько був дуже талановитою, психічно розвиненою людиною. Грав на багатьох музичних інструментах, писав вірші. І взагалі, за яку б справу не брався, кінцевий результат нього виходив на ура. В руках я тримаю листок пам'яті, присвячений моєму батькові Джелалі Володимиру, над яким працювала Магдалена Гартнер, а я їй допомагала, надаючи особисту інформацію. Процес роботи захопив і мене. Я більш детальніше розпитувала батька про цікаві факти з його життя. Раніше я вважала, що він не є героєм, а зараз я розумію, що таких людей, як він, дуже мало. Пройшовши скрізь всі тяготи життя, він залишився добрим, позитивним чоловіком. Його девіз –
будь оптимістом. Вдосконалюй себе все своє життя. Неси у світ добро. Проект «Книга пам'яті» надає змогу учасникам провести історичне дослідження на прикладі життя конкретної людини. Виховує взаєморозуміння, співчуття, підтримує міжкультурну полеміку про історію, мотивує до активності. Він потрібен багатьом людям. Дякую за увагу. Хай вам щастить! Mein Name ist Dr. Erhard Bosch. Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit den KZ-Lagern im Mühldorfer Hart und war jahrelang zweiter Vorsitzender des Vereins für das Erinnern KZ-Gedenkstätte Mühldorfer Hart e.V. Bei unseren Gedenkfeiern lernte ich Erich Finches kennen. Erich Finches wurde als einziges Kind seiner Eltern am 11. September 1927 in Wien geboren. Er war jüdischen Glaubens. Er hatte eine normale Kindheit bis zum Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Nach der Pogromnacht am 9.11.1938 wurde Erich gefangen genommen und in ein Arbeitslager geschickt. Er floh zurück nach Wien, lebte 2 Jahre im Untergrund, wurde aufgegriffen und floh nach Budapest. Er schloss sich einer Widerstandsgruppe an. Bei der Sprengung einer Bahnbrücke erlitt Erich einen doppelten Bauchdurchschuss und eine Kopfverletzung. Nach seiner Genesung wurde er nach Auschwitz verlegt. Im September 1944 wurde er ins KZ-Lager Mühldorf transportiert, um am Bau der Fabrik zur Produktion des Düsenjägers ME-262 mitzuarbeiten. Als Muselmann wurde er am 4. April 1945 ins KZ Kaufering verlegt und dort am 27. April von den Amerikanern befreit. Im Oktober 1944 kehrte er nach Wien zurück, baute sich eine Existenz auf und war letztlich in der Gastronomie tätig. Heute ist seine Lebensaufgabe, über seine Erlebnisse in der NS-Zeit in Vorträgen zu berichten. 2 Ereignisse im Leben von Erich Finches haben mich am stärksten bewegt. Er wurde mit 11 Jahren verhaftet und dann in ein Arbeitsertüchtigungslager bei Eisenerz geschickt. Er erkannte trotz seiner Jugend, dass er die schwere Arbeit nicht überleben würde, plante die Flucht, die gelang. Er wurde gesucht, musste sich durch Wald und Feld schlagen und kam nach einigen Wochen in Wien an. Bei seiner Mutter konnte er nicht unterkommen und er lebte 2 Jahre im Untergrund. Welchen Mut muss ein Kind mit 11 Jahren haben, solche Situationen zu ertragen, ohne zusammenzubrechen? Heute unvorstellbar. Erich Finches bezeichnete das KZ-Lager in Mühldorf als das härteste. Die Gefangenen müssten 50 Kilo schwere Zementsäcke zu den Mischmaschinen schleppen und das bei mangelnder Verpflegung, schlechter Begleitung und unzureichender medizinischer Versorgung. Im Februar bei minus 20 Grad brach Erich zusammen und verlor das Bewusstsein. Er wurde mit Wasser übergossen und alles war festgefroren. Seine Kameraden haben ihn aufgetaut, aber er hat bleibende Schäden an den Beinen erlitten. Ich muss die Häftlinge bewundern, die diese Leidenszeit überstanden haben. Erich hat nie den Lebensmut verloren und sein unglaublicher Wille hat ihn diese grauenhafte Zeit überstehen lassen. Erich Finches ist trotz seiner erlittenen Verletzungen, an denen er heute noch leidet, ein lebensfroher, aktiver Mensch geblieben.
Er hat zu seiner Lebensaufgabe sich gemacht, über seine Leidensjahre zu berichten. Er tut es nicht nüchtern und sachlich ohne Hass auf seine Peiniger. Erich berichtet bei Gedenkfeiern, in Vorträgen, in Schulen. Er trägt seine Erlebnisse in seinem sympathischen Wiener Dialekt vor. Bei einem Vortrag in Dachau war er so überzeugt, alle Einzelheiten erzählen zu müssen, dass der Vortrag 5 Stunden dauerte. Eine enorme physische und psychische Leistung. Aber die meisten Zuhörer waren daran so interessiert, dass sie bis zum Ende blieben. Ebenso findet er den richtigen Ton bei Veranstaltungen mit Schülern. In einer Veranstaltung in Deggendorf vor 600 Schülern waren von seinem Vortrag tief bewegt und er schloss mit den Worten: So etwas darf nie wieder geschehen. Wir haben die Ehre, dass Erich ein Grußwort an Sie richten wird. Grüß Gott, die Malen, servus, die Buben und vor allem den Erwachsenen. Ich wünsche euch und möchte euch sagen, dass ihr leben sollt, wie es die 10 Gebote vorschreiben. Und vor allem deshalb seid wachsam gegen die Gestrigen. Diese sind die größte Gefahr gegen die Freiheit, Frieden, Familie und Gesundheit. Zeigt tätige Liebe zueinander und helft Menschen, die in Not sind oder dass sie nicht in Not kommen. Mit dieser Bitte würde ich euch sagen, bleibt alle gesund und menschlich. Euer Erich. Hallo, mein Name ist Laura Knall und ich besuche die 12. Klasse des Josef-Effner-Gymnasiums. Dort besuchte ich das Wieseminar Biografisches Schreiben und habe zusammen mit Herr Triefes und Frau Gerhardus das Gedächtnisblatt zu Walter Neff erstellt. Walter Neff wurde am 22.02.1909 in Westheim bei Augsburg geboren. Er und seine Familie gehörten der katholischen Religion an. Er startete eine Ausbildung zum Landwirt und beendete diese auch. 1934 zieht er nach Österreich, genauer gesagt nach Gassing bei St. Lorenz in der Steiermark. Dort ist er als Gutsverwalter auf dem Apfelmeierhof beschäftigt. Neff verhindert 1934 einen Sprengstoffanschlag auf eine Polizeistation, den eben 2 SS-Männer geplant haben. Nach dem Anschluss von Österreich an Deutschland wird ihm das sozusagen als Grund vorgeworfen, ihn in das KZ Dachau zu inhaftieren. Dies geschieht im März 1938. Im Konzentrationslager Dachau wird er als Häftlingspfleger eingesetzt und arbeitet in der Krankenbaracke und auf der Versuchsstation des Lagerarztes Dr. Sigmund Rascher. Im September 1942 wird er entlassen. Allerdings muss er auch noch nach seiner Entlassung bei Dr. Sigmund Rascher arbeiten
und anschließend auch im Entomologischen Institut. 1945 nimmt er am Dachau-Aufstand teil und verstirbt dann am 31.08.1960 in München in einem Krankenhaus. Seine ersten medizinischen Erfahrungen machte Walter Neff 1941, als er als Oberpfleger in der Tuberkuloseabteilung eingesetzt wird. Ein Jahr später wird er zum SS-Arzt Dr. Sigmund Rascher versetzt. Dort bestehen seine Aufgaben darin, Messungen bei den Unterdruck- und Unterkühlungsversuchen vorzunehmen. Zu seinen Aufgaben bei Dr. Sigmund Rascher gehörten die Messungen der Unterdrucks- und Unterkühlungsversuche, bei denen viele Häftlinge starben. Diese Versuche, vor allem die Versuchsstation, war in Baracke 5. Außerdem waren die Kammern für die Unterdruck- und die Unterkühlungsversuche zwischen der Baracke 5 und 3. Auf diesem Bild hier kann man eben Walter Neff bei einem Unterkühlungsversuch sehen. Es ist eine Zeichnung von einem ehemaligen Mithäftling von Walter Neff. Und Walter Neff ist hier zu sehen, also ist der Mann im gestreiften Anzug. Das Problem bei seiner Person ist eben, dass es zwei Seiten gibt. Zum einen konnte er durch seine hohe Stellung als Oberpfleger anderen Häftlingen das Leben retten und Dr. Sigmund Rascher beeinflussen. Auf der anderen Seite wird ihm eben vorgeworfen, dass er selber sich dazu befugt gefühlt hat, über andere Menschenleben zu entscheiden. Denn sobald er einen Häftling von der Liste gestrichen hatte, wurde ein anderer sozusagen dafür ersetzt. Beziehungsweise Walter Neff konnte sogar Rascher vorschlagen, welche Häftlinge für die herausgestrichenen Häftlinge einspringen mussten. Zudem hat auch Dr. Sigmund Rascher in einem Brief sozusagen ausgesagt, dass er sehr zufrieden über die Arbeit von Walter Neff ist und dass er sich mit einer guten und fleißigen Arbeit auszeichnet. Aus dem Verfassen der Biografie nehme ich mit, dass eine solch grausame Zeit sich nicht wiederholen darf und vor allem auch nicht vergessen werden darf, auch noch wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt. Außerdem für mich persönlich fand ich es spannend, die Geschichte aus einer anderen Perspektive zu sehen, vor allem aus einer so persönlichen Perspektive, die einem doch sehr nahe geht. Außerdem bin ich auch der Meinung, dass man nicht immer alles akzeptieren sollte, wie es auf Schwarz auf Weiß steht oder wie es einem gesagt wird, sondern dass man auch vieles hinterfragen muss. Jan Schock. Ich habe im Verlauf des W-Seminars am Josef-Effner-Gymnasium biografisches Schreiben, eine Biografie erstellt, aus der dann ein Gedächtnisblatt entstanden ist. Es handelt sich dabei um die Geschichte Leo Berwalds, der hier im ehemaligen Konzentrationslager in Dachau inhaftiert war, und ich habe heute dieses Gedächtnisblatt übergeben. Leo Berwald wurde am 20. September 1883 in Saaz, heute Zátek, im Nordwesten Tschechiens geboren. Seine schulische Laufbahn beendete er in München mit der Hochschulreife, woraufhin er das Studieren in Erlangen anfing. Das Studium beendete er mit der Promotion zum Doktor der Philosophie. 1911 wurde er dann als vollwertiger Rabbiner des jüdisch-theologischen Seminars in Breslau entlassen. Im selbigen Jahr wurde er dann zum zweiten Rabbiner der Gemeinde München gewählt. Anschließend im Ersten Weltkrieg war er dann als Feldrabbiner in Frankreich stationiert. 1918 schließlich wurde er zum ersten Rabbiner der Gemeinde München gewählt. Und dann im November 1938 im Zuge der
Reichspogromnacht im KZ Dachau für 15 Tage inhaftiert. Nach seiner Entlassung gelang ihm dann 1940 die Flucht zusammen mit seiner Frau nach Amerika. Dort baute er im New Yorker Stadtteil Washington Heights zusammen mit anderen deutschen Flüchtlingen ein neues Leben und eine neue Gemeinde auf. Schließlich am 8. April 1970 verstirbt Leo Berwald. Ja, das erste Ereignis, an das ich denken muss, wenn man mich nach Leo Berwald fragt, ist seine Flucht. 1940 sahen sich er und seine Frau sich gezwungen, Deutschland zu verlassen, um auch das eigene existenzielle Überleben zu sichern und weiteren Verfolgungen zu entgehen. Und seine Fluchtroute, die auch auf diesem Dokument vermerkt ist, führt ihn eben über Genua nach New York. Also erst nach Genua, dann mit einem Passagierschiff über den Pazifik nach New York. Und das alles ist sehr gut hier vermerkt. Hier oben sieht man Ankunfts- und Abfahrtshafen, New York, Genua. Und die wichtigen Zahlen, die hier betreffend sind, sind diese beiden. Dort sind er und seine Frau vermerkt, sowie Informationen zu seinem ersten Aufenthaltsort in New York beispielsweise, wie viel Gepäck sie dabei hatten und wo ihre Pässe ausgestellt wurden. Leo Berwald war als Münchner Rabbiner in der Gesellschaft anerkannt und hatte einen guten Stand. Und in den 1920er Jahren hat er sich entschieden, gegen den Nationalismus vorzugehen, beziehungsweise gegen Gruppen, die diesen befürworteten und gegen die Demokratie waren. Sprich, schon in der Weimarer Republik hat er früh diese Bedrohung erkannt und ist dagegen vorgegangen und hatte vor allem den Mut, dagegen vorzugehen. Und ich finde, das kann man auch auf heute beziehen. Auch heute gibt es Gruppen, Personen, die unsere funktionierende Demokratie bedrohen. Und wenn wir wenn wir einschreiten, auch wenn es vielleicht uns gar nicht betrifft, würde dies schon helfen, vielleicht die Situation zu verbessern. Und das Beispiel Leo Berwalds hat auch gezeigt, ja, was anfänglich kleine Gruppierungen, welche wirklich bedrohlichen Auswirkungen die haben können. Und deswegen, wenn wir so handeln wie Leo Berwald vor fast 100 Jahren, wäre das bestimmt ein positiver Aspekt für unsere Gesellschaft. Mein Name ist Irina Grinkewitsch. 2010 bis 2011 war ich Freiwillige mit der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Meinen Freiwilligendienst habe ich an der Evangelischen Versöhnungskirche Dachau geleistet. In dieser Zeit habe ich auch am Projekt Gedächtnisbuch mitgearbeitet. Hier habe ich auch Piotr Pirell kennengelernt, der jedes Jahr als Ehrengast und Zeitzeuge zur internationalen Jugendbegegnung eingeladen war. Deswegen freut es mich sehr, dass Nella Richter seine Biografie recherchiert und ein Gedächtnisblatt über ihn erstellt hat. Mit ihren Sprachkenntnissen haben sehr wichtige Hilfe auch die ASF-Freiwilligen Anastasia Laptiva und Christina Jeremina geleistet. Piotr Israelewitsch Pirell wurde am 9. September 1928 in Oktyaberfeld, einer jüdischen Siedlung in der Ukraine, geboren. Als die deutschen Besatzer 1941 das Dorf erreichten, musste er vor den Massenerschießungen der jüdischen Bevölkerung fliehen und wurde von seiner Familie getrennt. Er verbarg seine jüdische Identität und wurde unter dem Namen Piotr Jakowischew zur Zwangsarbeit nach München verschleppt. Im Februar 1945 wurde er verhaftet und ins KZ Dachau eingeliefert. Auf dem sogenannten Todesmarsch, dem auch dieses Denkmal gewidmet ist, konnte er fliehen. Sich selbst befreien, wie er immer sagt. Nach dem Krieg studierte Pirell Ingenieurwissenschaften und wurde Chefkonstrukteur einer großen Automobilbaufirma. Im Jahr 2000 zog er nach Deutschland und lebt heute in Freiburg.
Ganz besonders rührend finde ich die wunderbare Freundschaft zwischen Peter und seiner Retterin. Als Zwangsarbeiter in München wurde er einem Schlosser als Helfer zugeteilt. Er hieß Josef Bayer und lud Peter zu sich nach Hause ein. Trotz des strengen Kontaktverbotes half ihm der junge Ukrainer, einen Bunker für seine Familie im Garten zu graben. So lernte Peter Josefs Frau Rosa kennen. Als er dann auf dem Todesmarsch von der SS fliehen konnte, suchte er Zuflucht bei der Familie Bayer. Josef war inzwischen in den Krieg eingezogen worden, aber Rosa versteckte Peter und kümmerte sich um ihn, bis die Alliierten eintrafen. Dafür bedankte er sich mit Bettwäsche, Wurst und Butter, die er im inzwischen befreiten Lager organisieren konnte. 57 Jahre später traf er seine Retterin wieder. Peter war als Zeitzeuge nach Dachau eingeladen und nutzte die Gelegenheit, um die Familie Bayer zu besuchen. Seitdem besuchte er sie jedes Jahr, bis zum Todestag von Rosa. Wann kann ich zu meiner Retterin fahren? War eine der ersten Fragen, die er immer bei seinen Besuchen in Dachau stellte. Während der Zeitzeugengespräche stellen Jugendliche aus verschiedenen Ländern oft die Fragen wie: Hassen Sie Deutsche oder haben Sie den Deutschen vergeben? Die Geschichte von Peter Perel und seine Rettung ist eine perfekte Antwort auf solche Fragen. Sie zeigt, dass nicht die Nation oder Herkunft entscheiden, ob jemand gut oder böse ist, sondern nur der Mensch selbst. Jede Person kann sich dafür entscheiden, verbrecherischen Befehlen nicht zu folgen, empathisch zu sein, Zuflucht zu bieten, Menschen in Not zu helfen. Das rettet Leben. Rosa Bayer hat so eine Entscheidung für Menschlichkeit getroffen. Und wir haben es auch ihr zu verdanken, dass wir Peter Israelewitsch als Zeitzeugen überhaupt kennenlernen durften. Seine Geschichte und die Geschichte seiner Freundschaft mit Rosa Bayer soll uns als Appell und Mahnung für Menschlichkeit dienen. Mit einem Grußwort wendet sich nun Peter an alle, die sich am Gedächtnisbuch beteiligen und in der Erinnerungsarbeit in Dachau aktiv sind. Я бывший малолетний узник концлагеря Дахау, хочу поблагодарить всех сотрудников Фюрерреферанд Дахау за очень важную работу по сохранению исторической памяти событий Второй мировой войны. Мое пожелание молодежи и будущим поколениям: живите в мире и толерантности. Эти ужасы не должны повториться. Wir sind am Ende der Präsentation angekommen und ich habe die Ehre, einen vielfältigen Dank auszusprechen. Mein Name ist Ludwig Schmiedinger, ich bin der katholische Seelsorger hier an der Gedenkstätte. Den Dank spreche ich aus im Namen des Trägerkreises. Zunächst natürlich all denen, die Biografien erstellt haben in großer Ausdauer und Gründlichkeit und natürlich auch denen, die diese Lebensbilder heute vorgestellt haben. Es waren auch Angehörige darunter, die teilgenommen haben. Zu danken ist auch dem Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband, der mit seiner Projektpartnerschaft eine wichtige Stütze für das Gesamtprojekt ist. Ich danke sehr den Musikerinnen und Musikern, die hier unsere Veranstaltung, dieses Gedenkfeier mitgestaltet haben. Zu danken gilt es auch dem Filmteam, die es möglich gemacht haben, diese Präsentation in diesem Jahr in dieser neuen und besonderen Weise zu ermöglichen. Auch die
Freiwillige, die in diesem Jahr hier an der Versöhnungskirche tätig ist, die Carla Steb, hat im Hintergrund ganz intensiv mitgewirkt und mit dazu gesorgt, dass wir alles hier gut gestalten konnten. Die intensivste, längste und stärkste Verbindung mit dem Projekt hat sicher die Projektleiterin Sabine Gerhardus. Ihr möchte ich meinen ganz besonderen Dank aussprechen, zumal mit der besonderen und neuen Form der Präsentation in diesem Jahr erheblich mehr und größere Anstrengungen verbunden waren und sind, als es in den bisherigen Jahren der Fall war. Und an dieser Stelle will ich und muss ich auch unbedingt meinen früheren evangelischen Kollegen, den Diakon Klaus Schulz, erwähnen, nicht nur erwähnen, sondern auch würdigen. Er war und ist bis heute einer der maßgeblichen Miterfinder und Mitgründer dieses Projektes und hat über die Jahre immer wieder mit dafür gesorgt, dass drohende, auch finanzielle Probleme dann doch immer irgendwie gelöst werden konnten. Er hätte im vergangenen Jahr, als wir die Präsentation im Karmel nebenan absagen mussten, das letzte Mal in offizieller Funktion als Diakon der Versöhnungskirche die Teilnehmer begrüßt und wir hätten ihn heuer ganz gern in diesem Rahmen auch wieder ordentlich bedankt und verabschiedet. Und weil das jetzt alles nicht so geht, wie wir es wollten, möchte ich eben auch wieder stellvertretend für den ganzen Trägerkreis hier noch einmal Danke sagen, lieber Klaus, für all dein Engagement und all dein Mitsorgen in diesen vielen Jahren und für dein Kümmern. Und es ist anfangs schon kurz gesagt worden, gerne hätten wir, wie in den letzten Jahren auch, die Biografien nebenan im Karmel Heilig Blut vorgestellt. Immer haben uns die Schwestern mit großer Gastfreundschaft ihren Kirchenraum dafür zur Verfügung gestellt, zumal sie sich dem Anliegen und der Erinnerung von Anfang an sehr verbunden wissen. Und für nicht wenige der Überlebenden war und ist der Karmel auch eine erste Zuflucht an diesem Ort. Die Umstände der Pandemie haben uns dazu gebracht, die Vorstellung der Biografien in diesem Jahr eben anders und neu zu gestalten. Den Schwestern im Karmel möchte ich trotzdem an dieser Stelle danken für die jahrelange Verbundenheit und die Unterstützung bei diesem Projekt. Und diesen Dank sage ich, wie gesagt, schon im Namen des Trägerkreises für das Gedächtnisbuch Dachau. Ich nenne kurz die Einrichtungen, die zu diesem Trägerkreis gehören. Da ist das Dachauer Forum, die katholische Erwachsenenbildung hier in der Stadt und im Landkreis. Dann ist es eben die evangelische Versöhnungskirche, in der wir heute diese Aufnahmen machen können. Es ist der Förderverein für internationale Jugendbegegnung und Gedenkstättenarbeit in Dachau. Es ist die katholische Seelsorge an der KZ-Gedenkstätte Dachau. Es ist der Kreis Jugend in Dachau, die Lagergemeinschaft Dachau und das Max-Meinheimer-Studienzentrum. Die Aufgabe, die sich das Projekt gestellt hat, besteht darin, dass Menschen, die zu Nummern gemacht worden waren, wieder ihren Namen gegeben werden. Beim Propheten Jesaja spricht Gott so: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und von diesem Wort steckt auch etwas in dem Anliegen des Projektes. Die Menschen, die zu Nummern gemacht wurden, werden wieder bei ihrem Namen genannt, der immer auch ein Symbol für die individuelle Würde des Menschen ist. Die Menschen werden wieder sichtbar gemacht in und mit ihrer Würde. Und so ist dieses Erinnerungs- und Gedenkprojekt ein ganz konkretes Beispiel, an dem deutlich wird, was das sich erinnern ein menschliches Verhalten ist, wie sehr es ein Verhalten ist und Tun ist, das für die Gegenwart wichtig ist und Hoffnung für die Zukunft gibt. Den Dank an die Mitwirkenden verbinde ich noch mit einer Bitte und Anregung an alle, die Sie diese Präsentation gesehen haben und sehen und hören konnten. Wenn Sie das Projekt auch finanziell unterstützen können und möchten, so zeige ich gleich noch die Kontonummer. Damit es richtig ankommt, muss der Vermerk Gedächtnisbuch draufstehen. Ich hoffe, man kann es lesen. So beende ich dieses Schlusswort mit einem Dank an Sie alle für Ihr Interesse und Wohlwollen. Bleiben Sie dem Projekt gewogen und hoffen wir gemeinsam, dass wir uns bei verschiedenen Anlässen, die mit dem Erinnern und Gedenken
und Einsatz für die Menschenwürde verbunden sind, auch wieder ganz real und leibhaftig sehen, treffen und sprechen können. Auf Wiedersehen und alles Gute.